du uns berührst, dass du uns in deiner Gegenwart immer wieder neu berührst und dass wir deine Berührung, die Berührung deines Geistes, die Berührung deines Friedens, die Berührung deiner Salbung immer wieder ganz neu verspüren dürfen. Vater, wir danken dir, dass wir uns öffnen können dir gegenüber und deinem Wort und dem Dienst des Heiligen Geistes, dass er uns lehrt, dass er uns führt, dass er uns leitet, dass er uns inspiriert und dass er uns erquickt, ganz neu, jeden Tag neu. Danke Herr, für deine Gegenwart, die uns verändert. In Jesu, Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Preis dem Herrn, was gibt es Schöneres als die Gegenwart Gottes? Was gibt es Kostbareres als die Gegenwart Gottes? Was würden wir tun ohne die Gegenwart Gottes? Ich weiß nicht, was wir Menschen tun würden. Und ein kleines Bild, das uns das vielleicht aufzeichnen kann, ist, wenn der Leib Christi diese Welt verlässt, wenn wir entrückt werden und wenn nichts anderes mehr da bleiben wird außer Chaos. Das ist, wenn die Gegenwart Gottes die Welt verlässt. Was würden wir tun? Die Menschen, die gehen durchs Leben tagtäglich, auch Menschen, die ihr Leben nicht persönlich dem Herrn hingegeben haben, aber sie stehen in einer gewissen Weise unter der Gnade des Herrn. Was würde sein, wenn die Gnade, die Herrlichkeit Gottes diesen Planeten verlässt? Nichts als Chaos. Aber preis dem Herrn, dass bis es soweit ist, haben wir einen Auftrag, dass wir hingehen können, dass wir ein Licht sind in dieser Welt und dass wir so viele Menschen wie nur möglich in den Himmel hineinbringen. Wie Reinhard Bonnke es immer wieder gesagt hat, dass wir die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Das ist unser Auftrag. Preis dem Herrn. Und darin dürfen wir stehen. Das ist ein absolutes Vorrecht, dass wir das tun können. Bevor ich heute in meine Predigt und ins Mitteilen hineingehe, möchte ich einfach kurz, dass wir auch eine Schriftstelle betrachten, bevor wir unsere Gaben dem Herrn darbringen. Und ich möchte da aus Kolosserbrief Kapitel 2 einen Vers lesen. Kolosserbrief Kapitel 2, den Vers 19. Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 19. Und hier spricht es auch von der Gemeinde, vom Leib Christi. Wir sind der Leib Christi, wir sind nicht der einzige Leib Christi. Zusammen mit allen Christen auf dieser Welt sind wir der Leib Christi. Preis dem Herrn, das ist ja gut und wir sind nicht einzigartig, sondern unser Herr ist einzigartig. Aber hier heißt es unter anderem, wenn wir vielleicht Vers 18 und 19 lesen, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt. Wer ist das Haupt der Gemeinde? Christus. Christus ist das Haupt. Was sollen wir tun? Wir sollen nicht aufgeblasen sein in unseren eigenen Ideen, in unseren eigenen Plänen, sondern wenn wir ein aufgeblasen Sein haben oder wo wir prahlen können und sollen, dann ist es über unser Haupt. Über unser Haupt. Über Christus kannst du immer prahlen. Amen. Auch wenn du da weit gehst mit Prahlen, da wirst du, ist unser Prahlen immer noch begrenzt gegenüber dem, was er wirklich ist und was er wirklich tut. Amen. Seine Liebe ist grenzenlos. Und so heißt es, dass wir nicht mehr festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib, das bist du, das sind wir, durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt hat, das Wachstum Gottes wächst. Hier sehen wir, dass Gott eine Absicht hat. Und die eine Absicht, die er hat, ist, dass der Leib, er ist das Haupt, wir sind der Leib, dass der Leib wächst. Dass er dem Leib auch Wachstum gegeben hat.
Amen. Und das bedeutet nicht nur Wachstum in Größe, das ist das eine, aber Wachstum auch in Reife, Wachstum in Zuversicht, Wachstum in Freimütigkeit. Aber ich glaube auch Wachstum, dass wir Wachstum auch sehen dürfen und für uns in Anspruch nehmen können, in jeglicher Ebene, auch der physischen, dass wir wachsen in Heilung, dass wir wachsen auch bezüglich der Versorgung unseres Herrn. Amen. Dass Gott da ein Wachstum gegeben hat, das ist im Leib inbegriffen. Gott ist nicht einer, der uns ausschließt oder der nur sagt, ich bin nur für deinen Geist und vielleicht ein Teil von deiner Seele abhängig, aber für dein Portemonnaie und für dein Wachstum finanzieller Hinsicht oder für dein Wohlergehen oder in all den anderen natürlichen Bereichen, da habe ich nichts zu tun. Muss sauber schauen. Nein, so ist Gott nicht. Er verspricht uns auch da Wachstum. Amen. Und so lass uns einfach heute Morgen, wenn wir unsere Gaben dem Herrn darbringen, lass sie uns als ein Opfer der Liebe, der Freude, des Glaubens darbringen, weil wir wissen, er hat Wachstum versprochen. Wachstum in unserem Leben, Wachstum im Leib Christi, Wachstum für die Kirchen in Langenthal und der Umgebung, Wachstum. Amen. Bitte schön, Sophie. Und das wollen wir in Anspruch nehmen. Gott ist ein Gott des Wachstums. Halleluja. Amen. Und er tut das immer wieder neu. Preis dem Herrn. Und währenddem, dass die Opferkörbe umhergehen, da heißt es auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 7, so ist weder der, der da pflanzt etwas, noch der, der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Gott gibt das Wachstum, Halleluja. Und er ist wiederum der Großartige, dem alle Ehre gebührt, den wir ehren können, dem wir Dank sagen können, von dem wir auch erwarten können, dass er das Großartige, das Große und das Überragende tut. Und das, was uns Menschen nicht möglich ist, ist in seinen Händen. Und Vater, dafür beten wir und dafür danken wir, dass dieser Wachstum in dieser Gemeinde, den Gemeinden in Langenthal, in dieser Stadt stattfindet. Halleluja. In unseren Dörfern, da wo wir leben, dass du auch da ein Herr bist, der Wachstum versprochen hat. Vater, wir danken dir auch für deine Versorgung, die du uns gibst, Halleluja, in jeglichem Bereich, da wo wir Versorgung brauchen. Danke, Herr, dass du es tust und dass wir das empfangen dürfen und dass wir eine reiche Ernte von dir empfangen dürfen, in Jesu mächtigen Namen, um dein Königreich zu bauen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns da immer wieder festhalten. Gott ist ein Gott des Wachstums. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Nun, wenn ich heute euch ein paar Sachen mitteile und auch im Hinblick, dass wir in den Libanon gehen, möchte ich euch einfach ein bisschen auch aufzeigen, nicht nur vom Wort her, aber auch einfach vom Persönlichen, von meinen Erlebnissen, wie Gott mich dazu gebracht hat, dass Mission ein Teil von unserem Leben geworden ist. Wie Mission ein Teil von unserem Leben geworden ist. Und manchmal denkt man oder könnte man sagen, ja, Mission, das ist ja einfach so etwas, dass Gott hat es irgendwie noch gesagt, so im letzten Vers im Markus-Kapitel, im letzten Vers vom Matthäus-Evangelium heißt es ja, geht hin, macht alle zu Jüngern und predigt das Evangelium. Das müssen wir auch noch tun. Und auch etwas, was wir oftmals immer wieder auch konfrontiert werden mit Menschen, vor allem auch mit Christen, dass man Missionsarbeit als etwas, als eine Bürde betrachtet. Oder dass es, wenn du, oder vielleicht von einem religiösen Hintergrund, wenn man religiös geprägt ist, ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass man so ein Gedankengut gehabt hat. Ah, das muss man auch noch machen. Ist so, ah, das müssen wir noch tun. Aber weißt du, ich bin zum Punkt gekommen, dass Mission oder auch
ganz einfach evangelisieren oder das Wort weitergeben ist nicht ein Müssen. Es darf nicht zu einem Müssen, zu einer Arbeit werden. Jetzt muss das einer. Das wäre ein guter Punkt zum Amen sagen. Weil da sind die viele, viele Christen in einer Falle und sie versuchen rauszukommen und kommen und kommen und kommen nicht raus. Sondern natürlich, Jesus hat gesagt, aber er hat auch gesagt, dass wir das tun sollen und dass er uns die Kraft gibt, dass er uns die Herrlichkeit gibt. Er hat auch gesagt, dass diese Zeichen sollen folgen, diejenigen, die gehen. Und ob du zu deiner Nachbarin gehst oder ob du in ein anderes Land gehst, das spielt keine Rolle. Wir sollen Zeuge sein in Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Also in verschiedenen Gebieten. Und je nachdem, in welcher Lebenssituation sind, haben wir gar keine Möglichkeit, in das Ende der Welt zu gehen. Aber wir können jemanden unterstützen, wir können für jeden Mann beten, der dahin geht. Aber du kannst immer Zeuge sein in deiner Umgebung. Und das ist nicht ein Müssen, dass wir, jetzt nehmen wir das auch noch, sondern das soll mit Freude, mit Glaube, mit Überzeugung, mit Freimütigkeit soll das geschehen. Weil Gott uns diese Kraft gegeben hat. Also stell vielleicht heute einfach alles mal auf neutral, drück den Formatpunkt, alles formatieren und einfach neu aufsetzen. Können wir das tun? Dass es vielleicht ganz neu zu uns sprechen kann. Und bevor ich da hineingehe, möchte ich kurz eine Geschichte lesen aus dem Lukas Kapitel 5, möchte das damit auch verbinden. Hier heißt es im Lukas Kapitel 5, das ist einer der wunderbaren Fischzüge mit Jesus zusammen. Es heißt, es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören. Siehst du, auch das erwarte ich, dass das Volk uns bedrängt, das Wort Gottes zu hören. Erwarte du das in deinem Leben, dass die Menschen um dich herum, dass sie dich drängen, das Wort Gottes zu hören. Das, was du hast, das, was du weißt, das, was du kennst, auch wenn du die Bibel nicht auswendig kannst, das kann ich auch nicht. Aber dass das Wenige, das du kennst, dass das Licht ist, dass sie dich bedrängen, erzähl mir mehr von dem Gott. Das ist ein Hunger da draußen, das ist eine Sehnsucht. Das Wort sagt, dass die ganze Schöpfung hat ein Lechzen, hat ein Stöhnen, hat ein Verlangen danach, dass die Söhne, die wahren Söhne Gottes offenbar werden. Das bist du, das sind wir. Amen. Die warten. Also, Jesus wurde bedrängt, das Wort Gottes zu hören. Und der wurde so sehr bedrängt. Im Griechischen hat es diesen Aspekt, dass er so bedrängt wurde, dass er schlussendlich im See drinnen stand. Also, die Leute haben ihn vom Strand als Menschenmenge in den See hinausgedrückt. Das ist ein bisschen bedrängt, oder? Und so hat Jesus da Fischerboote gesehen und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze einen Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Und so schaut oftmals unser Leben aus oder hat unser Leben ausgeschaut. Wir haben uns abgemüht, Tag und Nacht gerackert und nichts Produktives hervorgebracht. Ich spreche jetzt nicht vom Natürlichen, sondern das, was wir gemacht haben im Leben, in der Sünde, getrennt von Gott, hat zu nichts uns gebracht. Und die Welt da draußen, die ist in diesem Zustand. Sie müssen mit Jesus in Kontakt kommen und dann fängt das Produktive an.
Simon antwortete und sprach zu ihm: Wir haben die ganze Nacht eben gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten zu, im anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Nun, das sind professionelle Fische. Aber Petrus muss sagen: Johannes, Andreas, können wir helfen? Eigentlich sind das ja seine Angestellten, sollte es natürlich sein, dass sie kommen und helfen. Aber er musste ihnen einen Wink geben. Und so sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Herr, den Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Das war nicht einfach so ein bisschen besserer Fang, sondern das war wirklich ein übernatürlicher Fang. So einen Fischfang hatten sie noch nie. So volle Boote hatten sie noch nie. Noch nie? Noch nie. Das war wirklich absolut speziell. Das war absolut megamäßig. Und dann heißt es, dass diese Leute, Jakobus, Johannes, die Söhne Zebäus, Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu ihnen: Simon, fürchte dich nicht. Siehst du, wir brauchen keine Angst zu haben. Gott setzt uns nicht den Druck auf. Jesus hat nicht gesagt: Oh, von jetzt an muss ich jeden Tag so viel Fisch fangen. Nein, er setzt überhaupt keinen Druck auf. Sondern das Erste, was er sagt, ist: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Dieser Fischfang, diese Begegnung mit Jesus Christus hat nicht nur das Leben von Petrus verändert, hat nicht nur das Leben von Johannes und von Jakobus und von diesen Fischerjungs verändert, sodass sie einfach alles stehen ließen und ihm nachfolgten. Ich glaube, diese Begegnung, die brauchen wir alle in unserem Leben. Ich sage nicht, dass wir nachher einfach alles verlassen müssen, aber dass wir im Herzen zu einem Punkt kommen, wo wir eine Absage machen zum Leben, zum Vergnügen, zur Lust, zu was immer und sagen: Herr, was immer das du möchtest, das möchte ich auch. Und dass wir auch erkennen, dass darin auch Freude ist, Genugtuung, dass da Erfüllung vorhanden ist. Absolute Erfüllung. Aber weißt du, wie auch hier diese Fischer, die haben etwas gemacht und haben den ganzen Abend gefischt, aber als sie mit Jesus fischten, da war es ein bisschen anders. Die Umstände, sie haben dasselbe Netz benutzt, dasselbe Boot, derselbe See. Nichts hat sich sonst verändert, außer dass sie auf das Wort von Gott, von Jesus hin, das taten. Und wisst ihr, wenn wir in Mission gehen oder wenn Mission Teil ist, ein Teil von der Vision unserer Gemeinde, dann ist es nichts anderes, als dass wir dem Wort Gottes Gehör schenken. Auf dein Wort hin gehen wir. Auf dein Wort hin gehen wir. Und da erwarte ich, dass wir eine Begegnung haben, da erwarte ich, dass wir die Netze gefüllt bekommen, dass wir zusammen als Gemeinde, dass wir diese Netze füllen, so bis zum Bersten. Und dass es uns zu einem Punkt bringt, wo wir sagen: Herr, ich will dir nachfolgen, ich will immer bei dir sein, ich möchte das tun, was du tust. Das Furcht und Sünde in unserem Leben, hier Petrus war ja noch nicht von neuem geboren. Klar hat das in ihm eine Sündenerkenntnis hervorgebracht, als er das gesehen hatte. Aber preis dem Herrn, wir sind errettet. Amen. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Wir haben eine Freimütigkeit. Unsere Sünden sind vergeben, wenn wir unser Leben dem Herrn hingegeben haben.
Und so hat da schon diese Furcht hat nichts in unserem Leben zu suchen. Aber lasst uns aufmachen, nicht nur als Einzelne, lasst uns aufmachen auch als Gemeinde, dass wir dem Wort Folge leisten, auf dein Wort hin. Und wir alle kennen, und ich will nicht hingehen, Markus Kapitel 16 und die Verse 18 und folgende lesen. Aber da heißt es, diese Zeichen sollen folgen, geht hin. Und das sind Zeichen, die folgen. Dass wir Dämonen austreiben, dass wir Schlangen aufheben, dass wir, wenn wir etwas Tödliches trinken, dass es uns nichts schaden soll, dass wir kranken Hände auflegen und dass es ihnen besser wird. Das sind Zeichen, die nicht wir hingesetzt haben, sondern die Jesus gesagt hat, dass sie uns folgen sollen. Das heißt in den folgenden Versen, dass sie hingingen und Jesus mit ihnen war. Also wenn wir gehen, wo immer du hingehst mit dem Herrn, da wird er mit dir sein. Da wird er mit dir sein. Das heißt, du musst nur zwei Seiten nach vorne oder drei oder vier nach vorne. Da heißt es ja im Vers 20 vom Markus Kapitel 16. Jene aber zogen aus, predigten überall, während der Herr mitwirkte. Er wirkte mit, er war mitten auf dem Trip. Also nicht auf dem LSD-Trip, sondern auf dem Missionstrip. Oder? Und er wirkte mit. Und das Wort, das durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte, das war sein Mitwirken. Dass er das Wort, das sie predigten, bestätigte. Das ist nicht die Aufgabe von Johannes gewesen, nicht von Lukas oder von den 12 Aposteln gewesen. Das ist seine Verantwortung, die Verantwortung Gottes. Amen? Halleluja. Und so möchte ich ganz kurz ein paar Punkte in meinem Leben euch aufzeigen, wo ich selber mit Mission konfrontiert worden bin. Und möchte eigentlich beginnen mit OM, wenn du mir das PowerPoint zeigen kannst. Wer kennt Operation Mobilization? Einige von euch. Ja? Das ist eine Missionsgesellschaft, die es schon einige Jahre geht und kannst vielleicht auch zum nächsten Bild gehen. Operation Mobilization, das ist ein internationaler Dienst und George Werber, der Gründer von OM, von Operation Mobilization, hat auch gerade letzte Woche hat er den 80-jährigen Geburtstag gefeiert, ist immer noch voll Feuer, predigt das Evangelium. Und eigentlich ist es entstanden durch ein Gebet. Eine Frau, eine einzelne Frau hat gebetet. Eine einzelne Frau hat gebetet. Und auf das hin haben sich Studenten haben sich aufgemacht, das Neue Testament an Mitstudenten zu verteilen. Und dann haben sie in den nächsten Jahren haben sie gesagt, wir nehmen unsere Sommerferien und verzichten auf unsere Ferien und nehmen unsere Zeiten, wir gehen nach Mexiko, um da den Mexikanern Bibeln zu verteilen. Haben das gemacht während ein paar Jahren. Und schlussendlich hatten sie, in der kürzesten Zeit waren über 2000 Studenten mobilisiert worden, die mitkamen. Schlussendlich haben sie, kannst vielleicht die nächste Folie noch zeigen, da hast du auch Logos. Logos ist das erste Schiff, das sie hatten. Inzwischen gab es eine Logos 2 und jetzt gibt es eine Logos Hope. Logos, das griechische Wort für das Wort Gottes. Das Thema war immer, dass das Wort, die Bibel, zu den Nationen kommt. Und mit diesem Logos, mit diesem Schiff, sind sie in verschiedene Häfen in Afrika, in Südamerika und so weiter, bis nach Europa, Asien schlussendlich, haben sie das angereist, um die Menschen ihnen das Evangelium zu bringen. Haben einen Hafen, haben sie Halt gemacht und da haben sie evangelisiert, haben sie Kurzbibelschulen abgehalten, sind auf die Straßen, um zu evangelisieren, um das Wort Gottes zu
bringen. Und ich hatte die Möglichkeit, und das war am 4. Oktober, ich habe das nachgeschaut, weil sie war nur einmal in Genua. Und da war ich dabei, als Logos da war, im 82, 4. Oktober 82. Da bin ich noch junge Schnufer gsi und ich habe mich vorgestellt, 82, da war ich ja noch nicht so alt. Aber irgendwie bin ich da mit der Krishona, mit der Jugendgruppe, mit der Jungschar, haben sie mich mitgeschleift und ich mag mich schon noch erinnern. Ich mag mich erinnern an Genua, ich mag mich erinnern an das Schiff, ich mag mich erinnern, wo wir im Hafen in diesen Frachtteilen, in diesen Umschlagsteilen, wo wir da unser Massenlager hatten und so weiter. Das war die erste Konfrontation mit einer wirklichen Missionsgesellschaft, OM. Operation Mobilization, die auch aufs Herz bekommen haben, das Evangelium ganz neu nach Europa zu bringen. Der erste Einsatz in Europa war Spanien. Und vielleicht die nächste Folie. Auch in Spanien bin ich mit ein paar Jahren später dann, das ich war vielleicht 2021, so um das um, habe ich einen Einsatz gemacht mit Teen Challenge, eine weitere Gesellschaft, die unter Jugendlichen vor allem wirkt, ein Dienst, Teen Challenge, und bin da nach, nebst dem, dass wir durch verschiedene Einsätze im Platz Spitz auch hatten, haben wir dann Einsatz in Alicante gemacht, in Spanien. Und da war auch, sind wir, also ich, ein Kollege und ich, Ivo und ich, sind einfach da runtergeflogen nach Barcelona und sie haben den Bus genommen und sind nach Alicante gefahren und haben diese Leute gesucht und waren mit anderen Leuten, die aus Schweden und Skandinavien zusammengekommen waren, waren wir alles junge Leute, die auf der Straße und im Strand und überall, wo die anderen Ferien machten und Party machten, waren wir am Evangelisieren. Das war so meine zweite Begegnung in dem Sinne. Hatte in dieser Gemeinde, in der Krishona-Gemeinde, wo ich damals war, haben wir auch Jugendliche gehabt oder Jugendliche, junge Erwachsene, die zum Teil nach Costa Rica fuhren und ein ganzes Jahr einen Einsatz machten mit Mission. Und ich weiß nicht, ob das auch zusätzlich irgendwie etwas in meinem Leben Ausschlag gemacht hat. Ich weiß nicht, kann sein. Aber auf alle Fälle war ich immer wieder mit Mission unterwegs. Was ist das nächste Bild, Samira? Das sind klein. Hä? Natürlich, die Glaubenskonferenzen, das war auch etwas, was wir zu den Glaubenskonferenzen nach München fuhren, jeweils, da sind wir natürlich auch mit all diesen Gastsprechern in Kontakt gekommen in erster Linie durch ihr Predigen, aber das waren Leute wie Meltari aus Indonesien, Ray McCauley aus Südafrika, Leute aus verschiedenen Ländern oder auch Amerikaner, die in einem Reisedienst waren, wie Rudy Vertatschnik, der so ein Sohn, ein geistlicher Sohn von Lester Sumrall war, die Welt bereist hatten und das Evangelium verkündigten. Und so sind wir immer wieder in Kontakt gekommen mit Leuten, die auch am Reisen waren und in andere Länder und in andere Nationen hineinfuhren, um das Evangelium zu verkündigen. Ich glaube, das hat sicherlich auch einen Hintergrund hinterlassen. Natürlich ganz speziell war an einer Glaubenskonferenz, wo sie mich anfragten, um Chauffeur zu sein, um den Wagen zu führen, zu fahren mit all den Gastsprechern, dass ich sie abhole am Flughafen, am Hotel und die Konferenz fahre. Und das waren Leute wie Benny Hinn, das waren Leute wie Rob Parsley, alles bekannte Leute, Ray McCauley, und alle haben mich ein bisschen ausgefragt und ich konnte kaum Englisch und konnte ihnen die Tür öffnen und so weiter und so fort, aber alle haben mich gesegnet. Haben gesagt, bless you Thomas, und gewisse haben sogar die Hand auf mich gelegt und ich habe das einfach für mich in Anspruch genommen. Aber das hat etwas hinterlassen in meinem Leben. Auch das war, ich war nicht an der Konferenz, also ich war an der Konferenz, aber das war einfach außerhalb. Das war einfach außerhalb. Ich kam an diese Konferenz, wollte, ihr kennt die Geschichte, wollte eigentlich nichts tun, wollte einfach Teilnehmer sein an der Konferenz.
Und das Erste, wo ich in Kontakt gekommen bin, war, wir brauchen einen Fahrer. Könntest du uns helfen? Und ich habe gesagt, ja. Und preis dem Herrn, das war so ein Fischzug für mich. Sich all diese Leute, die die Welt bereisten, mit denen der Herr unterwegs war, von denen wir auch heute noch Bücher lesen können, was der Herr Großartiges getan hat, dass sie in meinem Auto waren und dass sie für mich gebetet haben. Amen. Das hat etwas hinterlassen in meinem Leben. Nächste Folie, was haben wir noch? Und natürlich, als wir ans Rema Bible Training Center gingen, wenn du mich fragst, die beste Bibelschule, die es gibt, aber du fragst mich ja nicht, aber trotzdem, ich sag's dir, das ist die beste Bibelschule, die es gibt. Amen. Es hat mein Leben und das Leben von meiner Frau Monika revolutioniert. Absolut revolutioniert. Absolut revolutioniert. Und das war so etwas Tolles, und es war ja nicht nur einfach, dass es Bibelschule ist, sondern einfach auch der Geist des Glaubens zu erfahren, zu spüren, aber selber auch das umzusetzen. Wir hatten die Möglichkeit da im 93, und vielleicht kannst du die nächste Folie da noch hinbringen, da haben wir ziemlich sicher ein Bild davon. Da waren wir bei den Navajo-Indianern, das ist ein Bild mit Reverend Kenneth Hagen und Orita, seine Frau, an unserem Abschlussbankett. Da sind wir so als echte Schweizer, oder? Und da siehst du, da sind wir bei den Navajos. Navajo-Indianer, das ist ein Reservat, das in Arizona ist. Und wir hatten die Möglichkeit, da einen Missionseinsatz mitzugehen. 80% der Bevölkerung leidet unter Alkoholeinfluss. Also, das ist ein Mega-Problem, Sucht ist ein großes Problem, Arbeitslosigkeit ist ein riesengroßes Problem und so weiter. Und ich war ja so der scheue Schweizer. Und unser Leiter hat gefragt, morgen haben wir Gottesdienst, morgen ist Sonntag, wir brauchen Zeugnis, wer gibt ein Zeugnis? Und ich habe gedacht, ja, da gibt es so viele Amerikaner, wir waren 24 Leute und wir waren 3 Schweizer dabei. Und ich, Monika und Antoine Wies. Und wir waren da und niemand hat gesagt, da habe ich einfach meine Hand erhoben und gesagt, ich mach's. Aber ich wusste, dass ich, innerlich habe ich gezittert und innerlich wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Und ihr seht mich da in einem Foto, dass ich da mein Zeugnis gebe, ein paar Schriftstellen weitergebe und einfach ganz kurz etwas mitteile. Und währenddem ich das getan habe, ist dieser Mann, der da rechts von mir steht, oder links, je nachdem, hat den Raum verlassen. Und der erste Eindruck, der zu mir gekommen ist, jetzt hast du etwas Falsches gesagt, Thomas. Jetzt hast du es verbockt. Jetzt ist es passé, oder? Jetzt geht er und holt Pfeil und Bogen. Ja, wir sind ja bei den Indianern, oder? Und so... Er ging und ich dachte, Mensch, was ist jetzt passiert? Und auf alle Fälle ist er dann wiedergekommen und hat etwas in den Händen getragen. Und ihr seht auf dem zweiten unteren Bild, da trage ich nicht mehr meine rote Seidenkrawatte, die ist um seinen Hals, aber er hat mir diesen Indianerschmuck geschenkt. Das war das erste Erlebnis für mich selber, so auf einer Missionsreise zu sein. Das erste Zeugnis, das ich gegeben habe und Gott mich dermaßen gesegnet hat mit diesem Türkis Silber und Türkis Schmuck. Der nicht nur vom Natürlichen einen großen Wert hat, aber für mich persönlich einen Riesenwert hat. Und ich immer prahlen kann, ich habe mit einem Indianer wirklich einen Bund geschlossen. Er hat mir seinen Schmuck gegeben, ich habe meinen Schmuck ihm gegeben. Das ist mein Bundespartner. Aber das sind so Erlebnisse, die bleiben, die fahren ein, die sind dein Geist, die sind Teil von dir geworden. Aber das war alles in dieser Möglichkeit, wo wir waren an der Bibelschule, dass wir diese Möglichkeit wahrnahmen, an diesen Missionseinsatz zu gehen.
selben Jahr, im Dezember, fuhr ich noch nach Minsk in Weißrussland und nach St. Petersburg. Das war im Dezember, minus 21 Grad hatten wir so im Durchschnitt und hatten da auch einen Missionseinsatz. Und auch da haben wir enorm tolle Sachen erlebt mit dem Herrn zusammen und sind auf Mission gewesen. Aber weißt du, Rema hat eine Vision für die Welt. Und Kenneth Hagin hatte immer eine Vision für die Welt. Wir haben auch Woche für Woche, Donnerstag für Donnerstag, haben wir immer wieder sind wir zusammengekommen, haben für Europa gebetet, für Erweckung in Europa, speziell nur für Europa, nur für Europa. Und für mich nicht erstaunlich, dass Gott uns hier hat in Europa und wir auch hauptsächlich unsere Missionsarbeit in Europa tun, weil wir dafür gebetet haben. Amen. Ich möchte euch eine weitere Prophezeiung möchte ich euch vorlesen. Ich habe ein paar Kopien da drüben, du kannst sie gerne mitnehmen. Eine Prophezeiung, die von Kenneth E. Hagin gekommen ist und die auch in unser Leben einen enorm großen Eindruck hinterlassen haben. Und natürlich ist es übersetzt ins Deutsche, aber ihr könnt es auch auf YouTube und an verschiedenen Möglichkeiten gibt es diese Möglichkeit im Originalton, das zu hören. Aber ganz kurz, was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch, das ich höre? Es ist das Geräusch von vielen Füßen, das Geräusch von lieblichen Füßen, das Geräusch von Füßen, die hinausgehen und die gute Nachricht verbreiten. Wer sind diejenigen, die dieses Geräusch machen? Und stapf, stapf, stapf werden sie kommen und vorwärts marschieren. Wer sind sie? Siehe, es sind die, die vom Herrn erwählt sind, von Gott berufen, ausgerüstet durch seinen Geist. Siehe, es sind die, die von den Fesseln des Feindes befreit wurden und ausgesandt sind, um die Menschen freizusetzen. Es sind die mit der Geschichte der Erlösung, der Geschichte der Freiheit, der Geschichte der Herrlichkeit Gottes. Wer sind diese, die vorangehen und immer mehr und immer größer an Zahl werden? Wer sind sie? Siehe, es sind jene, die ihren Gott kennen. Es sind jene, die sein Wort kennen. Es sind jene, die den mächtigen Namen kennen, den Namen, der höher ist als jeder Name, den Namen Jesus. Es sind jene, die wissen, wie man diesen Namen nimmt und die Macht der Finsternis über den Menschen brechen, über ihren Sinn, über ihren Körper, über ihren Geist, um sie freizusetzen. Sie sind jene mit der Botschaft der Befreiung, der Botschaft der Heilung, der Botschaft des Sieges, der Botschaft von Gott. Wer sind sie? Woher kommen sie? Wohin gehen sie? Siehe, sie kommen direkt vom Schoß des Vaters, von der rechten Hand Gottes. Denn ihr Meister, der Herr selbst, als er in den Himmel aufstieg, gab den Menschen Gaben. Und er gab einige als Apostel und einige als Propheten und einige als Evangelisten und einige als Pastoren und Lehrer. Sie kommen vom Thron Gottes, von der rechten Hand der Autorität. Wo gehen sie hin? Sie gehen bis an die Enden der Welt. Sie gehen dahin, wo sich eine leere Hand nach Hilfe ausstreckt. Sie gehen dahin, wo ein hungriger Schrei, hungrig nach dem Brot dieses Lebens und hungrig nach dem wahren Brot des Lebens um Hilfe schreit. Sie gehen um die ganze Welt, um die Geschichte zu erzählen, um die Botschaft zu verkünden, um das Werk zu tun, zu dem Gott sie berufen hat. Das ist ein Wort, das Kenneth Hagin durch Prophezeiung weiter empfangen hat und auch ein Blick ist auf Rema Bible Training Center. Und für uns ein absolutes Vorrecht, dass wir Teil davon sein dürfen, obwohl wir im 94 da abgeschlossen haben und damals gab es ein Rema Amerika und es gab ein Rema in Peru und eines war in Afrika. Und heutzutage haben wir über 200 Campusse auf der ganzen Welt. Und für mich ein Vorrecht, dass wir auch letztes Jahr in verschiedenen Campussen in Deutschland, in Holland, Albanien, Griechenland gewesen waren und da lehrten und das Evangelium weitergeben konnten. Amen. Das ist diese Armee, die ausgegangen ist.
Wie hat es angefangen? Auch das hat angefangen mit einer Person. Mit einer Person, die betete auf dem Grundstück, wo heute dieser Campus von Rema ist. Der diesen Flecken Land hatte und einfach da betete und Danke, Herr, gesagt hat und gebetet hat und betete und betete, dass da aus diesem Punkt eine Erweckung stattfindet, eine Bewegung stattfindet. Preis dem Herrn. Und dass wir davon Teil sein dürfen. Und dass ihr davon Teil seid. Hört, was er sagt im letzten Abschnitt. Wo gehen sie hin? Sie gehen hin bis an die Enden der Welt. Sie gehen dahin, wo sich eine leere Hand nach Hilfe ausstreckt. Amen. Eine leere Hand, da wo jemand nach Hilfe schreit. Und das sind zwei Bibelstellen, die mein Herz bezüglich Mission immer wieder enorm bewegt haben. Das ist Johannes Kapitel 4 und Apostelgeschichte Kapitel 16. Johannes Kapitel 4, das ist die wunderbare Geschichte, als Jesus an den Jakobsbrunnen ging und damit diese Frau am Jakobsbrunnen diese Konversation hatte. Aber weißt du, bevor er an diese Konversation dahin gehen und er ihr alles aufgezeigt hat in ihrem Leben und sie nicht verurteilte, was ja sonst die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die waren bekannt dafür, dass sie, und wir sehen das auch, wie sie Ehebrecherinnen hingebracht haben vor Jesus und sie bereit waren, sie zu steinigen. Und Jesus auch da hatte sie nicht verurteilt. Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, um zu verurteilen. Ja. Amen. Und auch wenn wir hingehen, dann gehen wir nicht hin, um in erster Linie zu verurteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber dass wir diese Liebe, diese Barmherzigkeit, die Gnade Gottes und das Evangelium der Vergebung zu den Menschen bringen können. Und es heißt hier im Vers 4, er musste aber durch Samaria ziehen. Er musste aber nach Samaria ziehen. Und weißt du, wenn wir kennen, die Kultur kennen von den Juden und von den Samaritern, das siehst du in verschiedenen anderen Beispielen in den Evangelien, da hatten die Samariter hatten nichts mit den Juden zu tun, die Juden hatten nichts mit Samarien zu tun. Die hatten einen riesengroßen Röstigraben. So wie wir das heute auch haben. In verschiedenen Nationalitäten und so weiter und so fort. Will ich da nicht drauf eingehen. Aber auf alle Fälle, die Juden, auch die Geschichte, Geschichtsbücher sagen, dass Juden, wenn sie in eine Stadt südlich gingen, da gingen sie um Samarien herum. Sie nahmen einen riesengroßen Umweg auf sich, um mit diesen Leuten oder ihren Fuß nicht in ihr Land hineinzusetzen. Und hier heißt es von Jesus, dass er nach Samarien gehen musste. Weshalb musste er? Das entspricht nicht der Kultur der Juden. Das macht man nicht. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger sich da vielleicht auch ein bisschen aufgeregt oder vielleicht sogar auch geweigert und rebelliert haben, dass sie jetzt da durch diese Samaria gehen müssen. Jesus, mach doch das nicht. Das sind doch aus. Die Menschen sind immer gleich. Aber Jesus, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann brechen wir Kulturen. Amen. Und dann brechen wir auch auf. Das, was aufbricht, ist da, um neue Brücken zu bauen. Und weshalb musste er dahin gehen? Genau wegen dem, was es hier auch heißt. Das sind Leute gewesen, offensichtlich war da eine Person, die nach Hilfe geschrien hat, die hungrig war nach dem lebendigen Wasser. Diese Frau. Und weißt du, das Gebet von Menschen in dieser Welt, die in Not sind, Gott beantwortet sie. Wie beantwortet er sie? Indem, dass er Menschen sendet.
Und indem das Menschen sagen, ich muss in Libanon gehen. Ich muss nach Rumänien gehen. Ich muss. Weshalb musst du? Weil es da Menschen gibt, die das Evangelium hören müssen, die danach schreien, die hungrig sind, die durstig sind nach dem Geist Gottes. Dass wir das sehen, dass das Teil ist, wie Gott immer wieder gewirkt hat, wie er selber in Jesus gewirkt hat. Und wie wir das auch sehen im Apostelgeschichte Kapitel 16, wo Paulus und sein Missionsteam, wie sie Phrygien und Mysien und Bithynien alles durchreisten, ganz Galatien, wo sie die Gemeinden gegründet hatten, wollten sie hingehen, um sie wieder zu stärken. Nichts anderes als normal. Aber überall, wo sie hingingen, heißt es, dass der Heilige Geist es ihnen verboten hatte oder sie zurückhielt, das Evangelium zu predigen. Und sie haben nicht einfach ihren Kopf durchgestirrt und sind mit dem Kopf durch die Wand und jetzt sind wir da, die Gemeinde haben wir gegründet, jetzt gehen wir zurück. Nein, sie haben dem Heiligen Geist Folge geleistet und haben auch ein Stopp oder ein Nicht-Hier-Predigen haben sie als eine Führung wahrgenommen und sind schlussendlich bis nach Troas runtergekommen und da hatte Paulus eine Vision. Und was sah er? Ein mazedonischer Mann, der rief, komm und hilf uns. Und das griechische Wort, wo es hier in der Schlachterbibel heißt, es ein mazedonischer Mann, der uns bat. Das Wort bat oder bitten, da ist eigentlich das Wort für Gebet. Das ist dieser mazedonische Mensch, dieser Mazedonier, der hat gebetet, der flehte. Herr, schick jemanden zu uns, der uns hilft. Also lasst uns das sehen. Lasst uns das sehen, dass es Menschen sind, die hinter dem Auftrag Gottes stehen. Dass es Menschen sind, die dahinter stehen. Dass es Menschen sind mit Nöten. Dass es Menschen sind, die Antworten brauchen auf die Fragen ihres Lebens. Und dass wir eine Möglichkeit haben, da wo der Herr uns führt, wo er uns leitet, dass wir gehen können und ein Segen sein dürfen. So wie Jesus ein Segen war für diese Frau am Jakobsbrunnen. Die plötzlich erkannt hatte, du musst der Messias sein, du bist der Christus, du bist der Erlöser. Durch ihr Worten, durch ihr Zeugnis und durch ihr Leben ist die ganze Stadt zu Jesus herausgekommen ist, schlussendlich. Aber wiederum, es hat angefangen mit einer Person. Eine Person. Eine Frau. Und in den Augen der meisten Leute war sie überhaupt nicht beachtet. Auch die Jünger, als sie zurückkamen mit Speise für Jesus, sie haben sich gewundert, weshalb Jesus mit einer Frau spricht. Das macht man doch nicht. Als ein echter Jod, man spricht nicht mit Frauen. Aber Jesus wiederum, er hat sich nicht an die Kultur gehalten. Amen. Weißt du, das Evangelium ist größer und stärker als Kultur. Viel größer und viel stärker. Und ich sage nicht, dass wir Kulturen nicht beachten sollen oder so, aber da gibt es manchmal gewisse Dinge, die einfach Barrieren sind und die durchtreten werden müssen oder durchbrochen werden müssen. Amen. Und das ist toll, wenn wir in diesem Auftrag sein dürfen, um Evangelium weiterzubringen, um Hilfe weiterzugeben. Preis zum Herrn. Haben wir noch eine Biscano-Folie oder was ist noch gewesen? Ah, das war auch so ein einschneidender Moment, als wir in Archangelsk waren. Das war so eine Stadt, eine Gefängnisstadt, hauptsächlich eine Gefängnisstadt. 80% von der Bevölkerung von Archangelsk. Archangelsk ist russisch, bedeutet Erzengel. Aber in dieser Stadt sind 80% entweder Insassen von Gefängnissen oder ehemalige Insassen. Krass. Und da waren wir in einem Jugendgefängnis, haben da evangelisiert, das Evangelium weitergegeben und mit den Leuten gebetet. Preis dem Herrn. Das sind Leute, Jungs, 12, 13 Jahre,
die im Gefängnis waren, weil sie Kartoffeln, Ei geklaut haben nach dem Kommunismus. Die brauchten das Evangelium. Amen. Und so, das war auch so eine Begegnung, oder was haben wir noch? Auch das immer wieder ein Bild, das zu mir spricht, als wir da in Sodomitia sind, in Rumänien, nahe von Sigishvara, viele von euch waren auch schon da, wo wir einfach, da wo meine Jacke hängt, da an diesem Pfahl, das war meine Kanzel, ein Stecker, wo ich gesteckt worden ist. Open-Air-Versammlung, hatten keine Möglichkeit, in keinem Haus waren wir, oder sie hatten keine Möglichkeit, sich zu versammeln in einem Gebäude. Und ein paar Monate später hatten sie ein Gebäude. Aber da hatten wir einfach so eine Open-Air-Versammlung, aber das ist immer wieder auch genial, weil unter dem freien Himmel, unter dem Himmelszelt Gottes zu sein, und da haben wir, in diesem Moment haben wir einfach auch gebetet für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, und ihr seht, die Kleinsten bis zu den Ältesten, alle sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Amen. Wir hatten Pfingsten auf dem Feld. Wir hatten absolute Pfingsten. Und es war so ein genialer Anlass. Und viele von diesen Leuten, die damals dabei waren, sind immer noch auf dem Herrn, auf dem Weg mit dem Herrn, sind brennen für den Herrn. Und ist dieser Moment ein Auslöser gewesen für vieles anderes. Amen. Halleluja. Was haben wir noch? Ja, das ist auch auf einem unserer ersten Missionstrips. Da seht ihr rechts den Joel, unser ältester Sohn, der jetzt 22 ist. Da war er 4 Jahre alt. Und da war er auch mit uns in Rumänien und in Serbien. Niemand ist zu klein, um Missionar zu sein. Und das sind Dinge, die bleiben haften. Das sind Dinge, die, auch wenn sie die Sprache nicht kannten, aber Kinder sind genial, absolut genial. Und für mich auch immer wieder eine Freude, dass wir seit vielen, vielen Jahren Jugendgruppen mitnehmen können, um in diese Missionseinsätze mitzunehmen und sie einfach auch gesegnet und wir selber auch immer wieder gesegnet werden durch diese Einsätze. Das ist so toll, wenn wir auch als Jugendliche in anderen Nationen, anderen Ländern das tun können. Preis zum Herrn. Haben wir noch etwas, oder? Ah, das ist nur so ein kleiner Ausschnitt. Inzwischen sind wir, und es geht mir nicht darum, um irgendwie zu prahlen oder überhaupt nicht, aber für mich auch ein Vorrecht, dass wir über beinahe 30 Nationen sein konnten bis jetzt. Es gibt noch viele, viele Bereiche mehr, noch viele, viele Länder mehr. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, wo Gott uns schon hingesandt hat. Ich habe jetzt im Moment Anfragen, nach Indien zu gehen. Für mich ist es demütig zu sehen, dass der Herr uns ruft. Und ich immer wieder Menschen haben, die kommen zu mir und sagen, Thomas, du gehst doch. Da hat mich jemand gefragt, könntest du nicht an dort hingehen? Wir sind alle gerufen zu gehen. Ja. Und ich sage nicht, dass du jetzt heute Koffer packen musst, aber dass wir dieses Go in unserem Geist haben, dass wir Teil davon sind. Und Gemeinde, wir sind Teil davon. Wir sind nicht ausgeschlossen. Auch wenn du nicht gehen kannst, du kommst mit uns. Wir sind ein Leib, wir sind ein Geist. Und dass wir das erfassen, dass wir in diesem Auftrag, in diesem Go von Gott sein können. Und dass wir genauso sagen können, auf dein Wort hin gehen wir. Und auf dein Wort, wenn du sagst, wirf die Netze raus, dann haben wir noch ein extra Netz dabei. Dass wir möglichst viele Netze haben, dass wenn sie gefüllt werden, dass sie möglichst viele voll werden. Dass wir an diesem Segen teilhaben können, an dieser Ernte und Gott uns würdig betrachtet zu gehen. Gott uns ausrüstet, Gott uns die Vision gegeben hat, dass wir eine Vision für die Welt kriegen. Auch wenn wir unser Leben in unserem
Bünzlidorf verbringen werden, den Rest unseres Lebens, auch trotzdem kannst du eine Weltvision haben. Amen. Mit einem Gebet kannst du die Welt verändern, kannst du dich ausstrecken in die Welt und kannst du Teil werden von dieser wunderbaren Ernte, von diesem wunderbaren Auftrag, den wir haben, zusammen hinzugehen. Und natürlich, wir können immer hingehen, nicht nur in die ferne Welt, auch in die nahe Welt. Schweiz, Europa ist Missionsland, Missionsfeld. Amen. Frankreich hat 1% wiedergeborene Christen. Die Schweiz zwischen 2 und 5% wiedergeborene Christen. Deutschland ist es auch um das herum, 2, 3, 4%. Je nachdem, welche Statistik das du betrachtest. Aber im Durchschnitt, auch England hat 5%, maximum 5% wiedergeborene Christen. England, wo Wesley mit der Methodistenkirche angefangen hat, William Booth mit der Hazelmay, wo großartige Prediger, die zu 10.000 von Leuten im 18., 16., 17. Jahrhundert gepredigt haben. Zu 10.000, John Whitefield, Wesley, all das kannst du anschauen. George Müller, der einen riesengroßen Komplex gegründet hat mit Waisenhäusern. England, das einmal ein Weltreich war und in alle Nationen hinging, um das Evangelium zu verkündigen. Heute hat sie Maximum 5% wiedergeborene Christen. Leute, das bedeutet nichts anderes, als dass 95% der Bevölkerung in die Hölle fahren. Das sollte uns bewegen. Es sollte uns erschüttern. Es sollte uns zu einem Punkt bringen, wo wir sagen, zumindest mit Gebet, zumindest mit dem, was wir tun, wollen wir etwas verändern. Amen. Die Menschen brauchen Erlösung. Amen. Afrika ist fast 40% der Bevölkerung von Afrika ist wiedergeboren. Der schwarze Kontinent ist heute nicht mehr Afrika, es ist Europa. Es ist Europa. Und deshalb haben wir auch unseren hauptsächlichen Fokus auf Europa, weil wir da evangelisieren wollen. Weil Gott uns da auch gesetzt hat. Nicht, dass wir auch in andere Länder gehen können, aber da ist unser Hauptfokus. Aber preis dem Herrn, du bist ein Missionar. Amen. Weißt du, was das Wort Apostel heißt? Gesandter. Apostolos ist das Wort Gesandter. Und Gott schickt uns, und wir sind nicht Apostel im Sinn von Paulus oder von anderen, die hingehen und Gemeinden gründen. Vielleicht kommen wir mal zu diesem Standpunkt, wo wir das sind. Ja, vielleicht. Wer weiß. Aber wenn Gott uns schickt, wenn er uns sendet, dann sind wir auch Apostolos. Und er schickt uns hin. Nach Niederbipp. Nach Oberbipp. Niederbuchsitte. Oberbuchsitte. Nieder was immer und ober was immer. Aber Gott schickt uns hin und hat uns hingesandt nach Wicketsko, nach Mecken oder wie sie alle heißen, diese Dörfer. Wo wir herkommen, wo so unser Zuhause ist, dass wir da ein Licht sind, so wie dieses Licht, und ein Licht, das leuchtet für diese Welt. Weshalb? Weil es da jemanden gibt, der die Hilfe braucht. Der hungrig ist, der durstig ist, der sich berühren lassen will von dem Evangelium, der die Gemeinschaft, die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes erleben möchte. Dazu bist du gesandt, dazu sind wir gesandt und in diesem Auftrag stehen wir. Und das ist große Freude. Halleluja. Vater, wir danken dir in deinem Namen, dem Namen, der über allen Namen steht. Danke, Herr, dass du uns würdig erachtet hast, jedes einzelne von uns, dass wir Teil von diesem
genialen und großartigen Plan Gottes sind. Dass wir hingehen können, dass wir diejenigen, die gehen können, dass sie gehen können, dass diejenigen, die beten, dass sie beten können, diejenigen, die auch, wo wir finanzieren können, dass wir damit helfen können. Danke, Herr, dass wir in all den verschiedenen Möglichkeiten haben, mitzuhelfen. Aber du hast uns zusammengefügt. Du bist das Haupt und du hast uns zusammengefügt. Und danke, Herr, dass wir gerade auch für unsere Dörfer, für unsere Quartiere, da wo wir sind, dass wir dieselben Zeichen uns folgen. Weil wir hingehen, weil wir uns neu aufmachen, diesen Auftrag wahrzunehmen, für unsere Nachbarn zu beten, für unsere Umgebung zu beten, sie einzuladen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du wirkst. Danke, Herr, dass du den Wachstum gibst. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dein Wort zu verkündigen, zu säen und zu wässern. Aber du gibst den Zuwachs. Und wir danken dir dafür, Halleluja, dass auch in dieser Woche, wo immer, dass wir uns bewegen, sei es am Arbeitsplatz, sei es im Urlaub, sei es wo immer, dass wir sind in unseren Verantwortungen, dass du uns niemals verlässt und dass deine Gegenwart da ist, um mitzuwirken. Um mitzuwirken. Halleluja. Vater, ich bete für Freimütigkeit, dass wir Freimütigkeit haben, das Wort Gottes zu verkündigen. Ich bete, dass uns die Salbung, die du uns gegeben hast, dass sie uns bewusst wird, dass wir mutig sind, Halleluja, die Wege zu gehen, Kulturen zu durchbrechen, Brücken zu bauen, den Hungrigen zu speisen. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. Halleluja.